Also, grüezi miteinander. Vielen Dank, dass Sie erschienen sind. Ich werde zuerst eine kleine Zusammenfassung machen von der Geschichte. Wir wollen ja nicht, dass man die Geschichte vergisst. Einige wird das wahrscheinlich langweilen, andere werden es vielleicht noch nie gehört haben. Wie gesagt, wie der Kräuter von dahin gesagt hat, wenn Sie Fragen haben, bitte aufstrecken, mich unterbrechen, Namen sagen, Firma, wo Sie vertreten. Und Ihre Frage stellen, also Fragen, kritische sind jederzeit willkommen. Was ist die Entstehungsgeschichte von diesen Public Domain Daten und wie sind wir überhaupt da gekommen, wo wir heute sind, nämlich aus meiner Sicht zu einem Status, der weltweit einzigartig ist. Es gibt aus meiner Sicht kein Land, wo so viele Daten Public Domain zur Verfügung stellt wie die Schweiz, in so einer guten Struktur. Kostenlos zum Download, zum Teil täglich aktualisiert. Wie ist es dazu gekommen? YVC ist am 1. August 2000 als Einzelfirma gegründet worden. Wir haben von dieser lieben Firma Emediat eine Stammdatenlizenz bekommen im Januar 2002, weil wir wollten einen Preisvergleich machen zwischen Original und Generikum. Und haben dann mit dem Außendienstmitarbeiter geredet und haben die Daten bekommen für 2000 Franken pro Jahr und haben die Online-Lizenz unterschrieben. Heute ist das ODDBO, Generika CC, weil die Pharmaindustrie an dem Namen Nachahmer.ch nicht so Freude hat, vor allem Generika-Hersteller. Wir haben einen automatisierten Preisvergleich gemacht auf Tabletten, aber der läuft heute noch unter ODDBO und Generika CC. Und ja, wir sind glücklich gewesen, weil wir haben ziemlich viel Traffic auf unserer Seite. Dann, März 2002, ist nicht lang gegangen, Preisaufschlag von 2000 Franken auf 125.000 Franken pro Jahr. Wieso das, habe ich auch nicht verstanden. Das ist übrigens nicht eine Ausnahme, das passiert heute noch. Wir haben, glaube ich, da sogar im Raum gewisse Leute, oder auf jeden Fall, es kommt immer noch vor, dass man Stammdaten bezieht von den Medien zu einer Projektlizenz und dann plötzlich läuft die Projektlizenz ab und dann gibt es bei der Rechnung noch ein paar Null mehr hinten dran. Wir haben dann natürlich uns darum kümmern, selber um die Stammdaten und haben das auf Zürich gemacht, vor allem beim Bundesamt für Gesundheit und bei der Swiss Medic. Wir haben aber auch Patienten- und Fachinformationen haben, sodass unsere Plattform umfassend war und dass wir auch die Besucher behalten konnten, die Nachahmer.ch besucht haben. Die Fachinformationen haben wir rausgespeidert, das heisst, wir haben eine Software geschrieben, die diese Fachinformationen und Patienteninformationen rausholt aus der Webseite der Dokumente. Das war Ende 2003 gewesen. Dann haben wir die Daten umstrukturiert und bei uns auf unserer Online-Plattform nachahmer.ch aufgeschaltet. Mit der Ratio, dass im Schweizer Gesetz steht, dass man amtliche Daten nicht kann urheberrechtlich schützen kann. Amtlich geforderte Daten. Dann ist das unzuverhindernde Geschehen. 3 Tage vor Weihnachten im 2003 kommen wir eine super provisorische Verfügung über von der Documed AG, damals noch eigenständig, respektive hat sie noch zum Vivendi-Konzern gehört in Basel. Und wir haben dann müssen natürlich unseren Anwalt nehmen und uns dagegen verteidigen. Im Januar 2004 ist die super provisorische Verfügung abgelehnt worden von der Documed. Es hat geheißen, man kann amtlich geforderte Daten nicht urheberrechtlich schützen. Und gleichzeitig hat Galenica Documed rückwirkend per 01.01.2003 gekauft. Das ist ein Fehler, nicht 13, sondern 3. Im Februar 2005 ist jetzt über ein Jahr vergangen, hat Documed entschieden, respektive Galenica entschieden mit neuem Geschäftsführer, dass sie die Klage weiterziehen als Obergericht in Basel. Im Juni 2005 hat die WEKO eine Untersuchung gestartet, die Schweizerische Wettbewerbskommission, gegen Documed.
Und im Mai bis September 2007 ist das weitergegangen, ist dann die Hauptklage gegen YVC durch das Obergericht Basel abgewiesen worden. Oktober 2007, Dokument zieht die Klage weiter ans Bundesgericht. März 2008, Klage von Dokument wird vom Schweizer Bundesgericht endgültig abgewiesen. Es ist ein Leitentscheid, es ist heute noch der aktuellste Datenbankleitentscheid von der Schweiz. Mit dem Entscheid, dass amtlich geforderte Daten nicht können urheberrechtlich geschützt werden. Im Juli 2008 beendet die WEKO die Untersuchung gegen Dokument AG. Dokument wird gebüßt und wegen marktbeherrschender Stellung verurteilt. In der Zwischenzeit hat man über oder der Beorg und Generika CC können seine Fach- und Patienteninformationen publizieren gegen Entgelt. Es war so, dass wir Kunden hatten, vor allem von den homöopathischen und phytopharmazeutischen Herstellern, die sich die Gebühren von den Dokumenten sich nicht können leisten konnten und mussten aber ihre Patienteninformationen irgendwo publizieren. Dazu haben sie oder der Beorg verwendet. Es war aber dann auch so, dass eine Firma gesagt hat, ich will weder bei den Dokumenten noch bei oder bei Org YVC meine Daten publizieren. Ich will das auf meiner eigenen Homepage machen. Das war die Firma, Laboratoire Revo und Söhne. Die haben sich dann in einen Streit begeben mit der Swissmedic, weil Swissmedic gesagt hat, nein, es ist gemäss uns, müsst ihr eure Daten publizieren, entweder im Buch oder bei den zwei Online-Plattformen, vor allem was Patienteninformationen anbelangt. Das Bundesverwaltungsgericht ist dann zusammengesessen und hat gesagt, dass es nicht kann sein kann, dass man die Daten weder bei YVC noch bei Dokument publizieren muss. Man muss die eigentlich bei der Swissmedic publizieren. Und der Entscheid, den die gefällt haben, was das Bundesverwaltungsgericht gefällt hat, hat basiert auf unserem Bundesgerichtsentscheid und unserem WEKO-Entscheid. Das heisst, wenn Sie den Bundesverwaltungsgerichtsentscheid anschauen, wo heute eigentlich die ganze Praxis bildet für alle Schweizer Pharmaunternehmen, basiert der auf Französisch auf 30, über 30 Seiten auf diesen beiden ersten Entscheiden, WEKO-Entscheid und Bundesgerichtsentscheid. Fazit von dem Bundesverwaltungsgerichtsentscheid ist, dass Swissmedic selber ein zentrales Fach- und Patienteninformationsregister führen und auch erstellen. Im April 2012 kommt es zu dieser berühmten WTO-Ausschreibung. Alle Aufträge in der Schweiz über 248'000 müssen unterliegen einer WTO-Ausschreibung. Das ist eben das sogenannte AIPS, Arzneimittel-Informationspublikationssystem. Das heisst, wir haben bisher ja Swissmedic-Daten gehabt, Bundesamt für Gesundheit-Daten, also Spezialitätenlisten. Und jetzt mit dem Entscheid haben wir auch noch das AIPS von der Swissmedic. Es ist zu einer WTO-Ausschreibung gekommen, über 5 Jahre. Die HCI Solutions hat die WTO-Ausschreibung gewonnen, über 475'000 über 5 Jahre. Das sind weniger als 95'000 Franken pro Jahr. Das ist ein absolutes Dumping-Angebot, das kann man so laut und deutlich sagen. Es ist eine Quersubventionierung auch von der Galenica, weil man hat wollen, diese Ausschreibung unter allen Umständen gewinnen. Man kann so eine Plattform nicht aufrecht erhalten für 95'000 Franken pro Jahr, wenn man bedenkt, dass man einen telefonischen Support anbieten muss, von morgen um 7 Uhr bis am Abend um 6 Uhr in 3 Sprachen. Das ist also nicht möglich, aber man hat wollen verhindern, dass andere Anbieter den Auftrag bekommen. Im Dezember 2012 hat dann die WEKO nochmal eine Untersuchung eröffnet, die zweite gegen die Dokument AG. Sie hat auch eine Untersuchung eröffnet gegen die Immediate und gegen die HCI Solutions. Und die Untersuchung die läuft heute noch. Am 1. Januar 2013 hat der Go-Live stattgefunden vom AIPS von der Swissmedic. Mit dem Resultat, dass jeder mal kann, die Daten täglich aktualisiert. Abladen und weiterverwenden, weiterverkaufen, eigentlich damit machen, was er will.
Die Daten kann man abladen unter download.swissmedicinfo.ch. Der Eggbring macht das, wir machen das. Es gibt wahrscheinlich noch weitere, die es machen. Das XML ist nicht perfekt, aber wenn man damit umgehen kann, dann kann man die Daten verwenden. Nochmals Zusammenfassung: Bundesgerichtsentscheid 2008, WEKO-Entscheid 2008, Bundesverwaltungsgerichtsentscheid 2011, Resultat: Ausschreibung von der Swissmedic. Wie ich vorher schon gesagt habe, publiziert Swissmedic seit 2008 ihre eigenen Stammdaten, also alle Medikamente, die in der Schweiz zugelassen sind, Liste A bis E, sind rund 18.000 Produkte in einem Excel-File. Das BAG publiziert seit 2008 seine Stammdaten als XML, es sind ungefähr 9.000 Produkte, die auf der Spezialitätenliste sind. Das sind die 9 Milliarden Medikamentenumsatz in der Schweiz zu Publikumspreisen. YVC hat eben schon damals beide Behörden getroffen und hat gesagt, tun doch bitte eure Daten in der möglichst strukturierten Form publizieren. Swissmedic hat anfänglich nur ein PDF publiziert, also kein Excel-File, haben wir PDF-Files parsen. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Sie publizieren ein Excel-File. Das ist sehr gut. Und das BAG XML wird auch unter dem Auftrag vom BAG auf den Server von den Media publiziert, aber es ist kostenlos, es ist umfassend und es funktioniert. Ein weiterer sehr wichtiger Teil der Daten, wo stellt Herr Marco Eckbring da vorne zur Verfügung, das sind die Interaktionen. Anfänglich sind die nicht kostenlos gewesen, sie sind auch nicht Public Domain gewesen. Ich konnte ihn dann können überzeugen, dass er seine Daten auch Public Domain macht. Er ist auch ein grosser Verfechter von diesem Ansatz und heute findet man auf eva.ch auch fast täglich, also immer häufiger aktualisiert, Interaktionen, die ATC-Code basiert sind. Da wird er nachher selber etwas dazu sagen in seinem eigenen Referat. Nochmal zum Stammdatenfluss, damit man sich so ein bisschen das zusammenreinen kann. Oben links hat man Swissmedic, wo eben Fachinformationen und Medikamentenstandard, also Packungsgröße, galenische Form, Zusammensetzung und so weiter publiziert. Rechts ist das BAG mit den XML-Daten, Spezialitätenliste. Dann haben wir ja noch REF-Data, wo die Pharmafirmen die Daten zur Verfügung stellen und aber der REF-Data auch etwas zahlen, wobei nicht alle Pharmafirmen bei REF-Data mitmachen und darum dort gewisse Datensätze auch immer ganz aktuell sind. Und eben, wir haben noch EFA mit den Interaktionen, die CSV oder XML zur Verfügung stellt. Die verschiedenen Quellen, wie tut man die aggregieren? Meiner Sicht eine sehr gute Lösung ist, wenn man das macht mit Open Source Software. Man verwendet Open Source Software zum Public Domain Daten aggregieren. Wir haben angefangen damit im 2012, das ist auch das Tool, wo, ja? Sehr gern. Ich bin einfach einer von denen, die es noch nicht wusste. Genau, also jede Software unterliegt eigentlich an einer Lizenz, das war der André Dubier, ehemaliger Spitalapotheker vom Kantonsspital Baden. Jede Software unterliegt an einer Lizenz. Und Open Source Software unterliegt einer etwas anderen Lizenz, nämlich einer Lizenz, dass man Quellcode verwenden kann, weiterentwickeln, weiterverkaufen, wenn man die Änderungen, die man am Quellcode vornimmt, auch wieder publizieren kann. Das weltberühmte Beispiel ist der Linux-Kernel. Ist der Kernel, der von allen Android-Devices läuft, allen Linux-Server läuft, allen Linux-Desktops läuft. Das ist ein Open-Source-Kernel, unterliegt der GPL General Public License Version 2.0. Und die Lizenz sagt, wenn Sie Quellcode nehmen vom Linux-Kernel und den weiterentwickeln, müssen Sie Ihre Weiterentwicklungen auch wieder weitergeben. Sie können aber, also als Beispiel, Oracle ist ein Datenbankhersteller, hat das Linux genommen von Red Hat, ist eine Beratungsfirma, die unterschiedliche IT-Services macht, hat das Linux genommen von Red Hat, hat Logos rausgerissen, Oracle-Logos reingepflanzt und das Linux wieder verkauft. Absolut legal, weil es ist Open Source. Gar kein Problem. Es verkaufen beide das Linux,
Es ist der gleiche Kernel, hat einfach andere Logos, ein bisschen andere Bootprozesse, aber es ist das gleiche. Und sie verkaufen es beide. Das ist GPL 2.0. Jetzt GPL 3.0 ist ein bisschen strenger. GPL 3.0 sagt, sie dürfen Open Source Software nur verwenden im Zusammenhang mit anderer Software, die auch Open Source ist. Das heisst, wenn da drunter Praxishersteller sind und denen ihr Source Code ist nicht Open Source, dann brauchen sie Lizenz, um mit OpenBXML zusammenarbeiten zu können. Und wir haben jetzt eine sogenannte Ausnahmelizenz gemacht für zur Rose. Das heisst, alle, die sich an die zur Rose-Regel halten, nämlich einmal pro Jahr in einem Hirtenbrief zu erwähnen an ihre Kunden, dass die Daten publiziert werden, also aggregiert worden sind mit OdoDoXML, gesponsert von zur Rose, kann man OdoDoXML auf seinem Server installieren und kann die Daten aggregieren. Oder man kann einfach Daten abladen von der Hint-Plattform. Also das ist eigentlich die Idee hinter dem Ganzen, dass man sagt, man hat eine Software, die Daten erstellt, die jeder mal kann brauchen, auch aufrufen mit einer Software, die nicht Open Source ist, wenn sie dieser Ausnahmelizenz angehört. Ist das halbwegs verständlich? Ja, hoffentlich. Jetzt, was macht OdoDoXML? Wir holen die unterschiedlichen Datenquellen, Swissmedic, RefData, BAG, AIPS, Vido, EVA und wir schreiben XML. Das Gem, die Software kann man installieren auf einem Linux-Server, auf einem Windows-Server oder Plattform. Man kann sie auch auf einem Mac installieren, wenn, solange Ruby installiert ist. Der Source-Code findet sie auf GitHub. Und die Beschreibung, also das XSD-File zum Validieren, findet man auch auf GitHub. Das war im August 2012. Jetzt darf schnell Herr Philipp Wiegert aufstehen. Das ist Herr Philipp Wiegert von der Farmed Solutions. Er hat eine Software im Betrieb, er ist also programmiert selber. Er verwendet auch OdoDoXML. Und jetzt ist natürlich meine Aussage, wenn eine Person kann Arztpraxis-Software machen mit unseren Stammdaten. Dann kann es auch eine Firma mit 2 Mitarbeitern, mit 3 Mitarbeitern, mit 10 Mitarbeitern, mit 100 Mitarbeitern. Wenn es einer kann, dann kann es auch eine größere Firma. Das ist mal die Hauptaussage, wenn man will. Die zweite Aussage ist, dass der Wiegert Software geschrieben hat, wo Rezepte übermittelt von dem Arzt an die Apotheke. Und er ist einer der Einzigen, der das erfolgreich macht. Also schon hunderte von Rezepten sind übermittelt worden. Auch wieder mit OdoDoXML. Jetzt ist eigentlich eine Konkurrenz nur zu Rosen, oder? Der Herr Gaudenz Weber soll mich jetzt eigentlich rausschmeißen. Aber es ist einfach ein Beispiel, dass man die Daten kann verwenden kann, wenn man sich an die Lizenz hält, nämlich zu Rosen erwähnt. Kann man auch einen kleinen Konkurrent unterstützen und es funktioniert. Seine Software läuft auf Windows. August 2013 haben wir dann gefunden, ja gut, ein Teil der Softwarehäuser wollen nicht oder es hapert, was auch immer. Wir schreiben unsere eigene Frontend-Clients und es ist die Amico-Geschichte ist entstanden. Amico ist Arzneimittel-Kompendium, das gibt es als native Software für Windows, es gibt es als native Software für OS X im App Store, es gibt es als native Software für Android im Google Play Store und es gibt es als native Software für iOS. Auch diese Software verwendet die Public Domain aggregierten Daten. Es gibt die Plattformen auch auf Französisch, also wenn Sie wollen, können Sie das sehr gerne mal anschauen und kostenlos abladen. Im Oktober 2013 ist eine weitere Software entstanden, die das Konzept noch etwas verändert, nämlich dass man nicht mehr sagt, wir wollen XML-Daten, sondern man sagt, wir wollen eine fixfertige Datenbank. Und das ist genau die Idee hinter IPS to SQLite und hinter den ganzen Amico-Plattformen. Also wenn man eine Amico-Software aktualisieren, dann tun sie nicht XML-Daten abladen und XML-Daten reinladen, sondern wir generieren auf unserem Server mit Java-Software eine fertige SQLite-Datenbank. Wenn Sie in Amico aktualisieren, ziehen Sie die Datenbank runter und die App ist aktuell. Auch wieder da werden wieder die Public Domain Daten verwendet, die in der Schweiz zur Verfügung stehen.
Januar 2015, Stand heute, hin, Christian Kreuter, Geschäftsführer, und Gerdins Weber, Apotheke zur Rose, unterstützen beide die von oder mit XML generierten Daten, das heisst die, die Software nicht lange selber installieren, sondern einfach nur wollen, ohne Kopf zu brechen, XML-Daten können täglich aktualisiert abladen, können über diesen Link zugreifen, können ihre Software skripten und die Daten tagesaktuell reinziehen. Jetzt noch zwei, drei Sachen zu der Verfeinerung von OrderBetweetsML. Wir haben jetzt gerade einen ganz neuen Release gemacht, Version 2.0.7. Das betrifft vor allem das SwissMedic-File, wo bei der SwissMedic, wenn ein Medikament registriert wird, haben sie unterschiedliche Abteilungen und die unterschiedlichen Abteilungen arbeiten unterschiedlich. Und das resultiert in einem nicht ganz homogenen, komplett perfekt organisierten Excel-File. Nach gewissen Kommas hat es zwei Abstände, gewisse Buchstaben von Wirkstoff sind gross geschrieben, der Mitarbeiter findet, man macht es so und so weiter. Und wir putzen jetzt eigentlich das XML, das XLS-X-File von der SwissMedic raus. Bisher haben wir Regular Expressions verwendet, also man muss ja dann quasi können gewisse Patterns erkennen innerhalb von der Wirkstoffe. Und haben wir gemerkt, mit Regular Expressions, das ist write once, read never. Also sie können es einmal schreiben und dann kommen sie nicht mehr daraus nach zwei Tagen, was sie dort geschrieben haben in dieser Regular Expression. Und dann sind wir auf eine neue Software gekommen. Also das ist eigentlich das Konzept, aber das ist auch wieder ein Gem von einem Berner entwickelt. Das ist sogenanntes Parsing Expression Grammar. Parsing Expression Grammar. Und der hat ein anderes Konzept beim Vorgehen vom Parsen. Und das ist viel mehr, also man kann es besser unterhalten. Und wir haben jetzt hier ein sehr detailliertes XML können erstellen, das auch von dahin runtergeladen werden kann. Ich möchte ganz schnell ein, zwei Beispiele zeigen. Von dem. Sie sehen oben den GTIN. Dann sehen Sie hier unten die Exzipienz, also quasi der Mörtel, wo da das Medikament zusammenpaltet. Sie sehen auch, ob es ein Wirkstoff ist oder ein Hilfsstoff ist. Es werden Salz ausgewiesen. Sie haben auch Quantität und Unit separat. Sie haben noch mehr Informationen bei Hilfsstoffen, wie zum Beispiel da, was ein Farbstoff ist. Ein anderes Beispiel noch schnell zeigen. Movi Prep. Das ist jetzt ein Medikament, das aus zwei Einheiten besteht. Sie haben ein Label A, das wiederum besteht aus Wirkstoff und Hilfsstoff. Und Sie haben ein Label B, das auch wieder besteht aus Wirkstoff und da in dem Moment nur aus Wirkstoff. Und das ist alles im XML, im XLS-File von der SwissMedic drin. Aber es ist ein langer Bandwurm, der niemals so schön strukturiert ist. Also wenn Sie wirklich Software machen für ein Spital, denke ich, kommen Sie mit dieser Filigranität von Daten gut zu schlagen. Und auch da, wenn Sie Input haben oder Fragen haben, dann können Sie sich an uns wenden, können ein Issue erstellen auf GitHub und wir schauen das sehr gerne an. Jetzt ein anderes Beispiel, wo wir auch ziemlich stolz sind, dass wir das haben können, bis zu einem gewissen Grad knacken, ist Nutriflex, das ist eine Infusionslösung. Das ist ziemlich lang und das besteht aus drei Bestandteilen. Sie haben, also das ist jetzt einer aus zwei Bestandteilen, das ist Label 1, da haben Sie Label Description, eine Glucoselösung. Sie haben Label 2, Aminosäurelösung. Und Sie haben da auch wieder unterschiedliche Wirk- und Hilfsstoffe drin in Milligramm oder Gramm pro einer Einheit Milliliter. Und das ist auch etwas, das interessiert vor allem die Software macht für Spitäler oder wollen das wissenschaftlich auswerten. Da kann man mit diesen Feldern kann man aus unserer Sicht sehr genau arbeiten. Dann Web. CH oder Beorg und Generika CC.
Nochmal als Zusammenfassung. Heute Public Domain Daten. Es ist einfacher zum Fehler finden. Sie sind anpassungsfähiger. Sie sind langfristig umfassender. Und sie sind langfristig auch ökonomischer respektive wiederverwendbar. Haben Sie Fragen bis dahin? Oder Kommentare? Links, falls Sie wollen, verbinden. Was ist nicht klar gewesen, oder eine Frage haben wir sicher noch. Wo sind die Softwarehäuser, die da drin sitzen? Dürfen die mal aufstrecken? Wo sind die Ärzte? Pharmafirmen? Ja? Wie sind diese Daten im Vergleich zu dem, was ich kommerziell beziehen kann? Ja, das ist eine gute Frage. Unsere Daten sind grundsätzlich schneller aktualisiert. Im Bereich der Interaktion, das kannst du auch noch sagen, ist, dass die Interaktionen sind ATC-Code basiert, das heißt, sie gehen nicht über den Pharmacode, man braucht keinen Pharmacode. Die Daten sind grundsätzlich so aufbereitet, dass man alles hat, was im Public Domain zur Verfügung ist. Also Herr Bachmann von Polymed, nicht alle seine Produkte werden bei uns im Stamm vorhanden sein. Das spielt aber auch keine Rolle, aber man kann die Daten natürlich nehmen und zusätzlich auch aggregieren. Das heißt, grundsätzlich aus meiner Sicht ist es langfristig ökonomischer, Public Domain Datenprozesse zu unterstützen. Und wird langfristig auch dazu führen, dass die Daten umfassender sind. Ja, André? Sehen und du selber, wenn es wünschen würde. Ja, ja. Also für mich gibt es noch zwei, vielleicht drei Faktoren, die entscheidend sind. Erstens, du hast uns gezeigt, wie die Daten strukturiert sind. Wenn wir jetzt durch das Compendium gehen oder eben durch das XLS-File, dann treffen wir, ich weiß nicht wie oft, auf Inkonsistenzen. Und das kommt daher, dass dann in der Swissmedic verschiedene Sachbearbeitung ein bisschen verschieden erfasst. Und das kann dann bei der Suche, ich komme jetzt aus dem Spitalbusiness, bei der Suche aus dem XLS-File zu Schwierigkeiten führen. Hier sind wir gezwungen, die Geschichte in deinem Rahmen einzufüllen. Und ich mache mich doch an die Telefone mit dir. Telefongespräche mit dir, du, hier steht das, was ist das dann, ah, das gehört dorthin und so, das war für mich ganz typisch, oder? Das ist das Erste, also wir sind gezwungen, die Geschichte richtig abzubilden. Punkt 2, weil dann die Abbildung klar ist, können wir auch viel schneller präzise vergleichen. Ich mache für mich Vergleiche der Elektronenstrukturen der betreffenden Wirkstoffe. Und versuche mal herauszufinden, gibt es Unterschiede zwischen Hilfsstoffen und Wirkstoffen allein in der elektronischen Struktur. Das heißt, im Körper müssten die dann analoge, wenn sie analoge Strukturen haben, analoge Wege durchlaufen. Sodass dann auch bei den Hilfsstoffen eben von Wirkstoffen gesprochen werden muss. Aber das lassen wir mal weg, nur um zu sagen, es lässt sich viel schneller, viel klarer analysieren. Und das Dritte ist, es lässt sich dann eben auch viel klarer delegieren. Das heißt, für uns Fachleute kann man dann sagen, okay, nimm doch bitte jetzt dieses verflixte Multiflex, das ist ein ganz tolles Beispiel. Sämtliche Ernährungslösungen, die also kreuz und quer notiert wurden, die können jetzt verglichen werden. Das finde ich einfach saugut. Ich sage Ihnen jetzt genau den Negativabklatsch. Ich werde wöchentlich mindestens schwerstens attackiert, warum ich hier arbeite und nicht vier Lokale weiter, weil ich einfach überzeugt bin, dass wenn verschiedene einzelne Fachleute sich mit kleinen Gebieten abgeben können, dann eben auch die Qualität steigt. So, jetzt schwierig. Franziska?
Gibt es hier auch die Möglichkeit für eine Pharmafirma zum Beispiel zusätzliche Impfstoffe zu erfassen, weil wir in der Schweiz bei Swissmedic nicht gezwungen sind, zum Beispiel Laktose oder Gluten das anzugeben, ob das in den Tabletten beinhaltet ist. Wir haben dann jährlich immer so eine Runde von sämtlichen Spitalapothekern in der Schweiz, die gefragt haben, hat das Gluten oder Laktose drin. Und ein Feld, wo die Pharmafirmen auf freiwilliger Basis die Möglichkeit hätten, diese Information zur Verfügung zu stellen, wäre schön. Wünschenswert. Ja. Ja, also da müssen wir oder können wir sicher etwas machen, entweder Marco Ettbringer oder wir oder zusammen. Ein Problem ist nach wie vor auch, dass natürlich die Spitalapotheker sehr stark gesponsert sind von der Galenica und da eine gewisse militärische Strenge herrscht in diesem Verein und man nicht möchte, dass man quasi mit anderen Datenbanken zusammenarbeitet. Aber für Pharmafirmen können wir natürlich jederzeit versuchen, ein weiteres Feld zu eröffnen. Und das Schöne wäre natürlich auch, wenn die Swissmedic da auch in der einen oder anderen Form mit eingebunden wäre, dass langfristig diese Daten dann auch über Swissmedic kommuniziert werden können. Es ist ja auch noch die Diskussion um dieses Dateninstitut, HMG Mutation bezüglich FMH, wo man eigentlich möchte, dass ein unabhängiges Dateninstitut entsteht. Und da habe ich mich getroffen mit einem Nationalrat, mit Herrn Cassis, Ignacio Cassis, und es ist immer noch in den Wolken, ob dieses Dateninstitut jetzt kommt oder nicht. Ein Ziel von diesem Dateninstitut wäre eben auch die Aggregation von Public Domain Daten und dann natürlich erweiterte Felder. Aber wer bezahlt das und wie sieht man dazu, dass nachher die Daten wieder irgendwo Public Domain zur Verfügung stehen und was können wir machen, dass alle mitmachen und am Ende des Tages eben diese Verbesserungen bei der Swissmedic eingepflegt werden. Aus meiner Sicht muss es dazu führen, dass die Dienstleistung des Staates sich verbessert. Das ist für mich ganz wichtig und wir haben das auch gesehen in den letzten paar Jahren. Wir haben x Fehler gefunden beim Bundesamt für Gesundheit. Wir haben diese Fehler kommuniziert, fehlerhafte E1-Codes, fehlerhafte Pharmacodes, fehlende Produkte und so weiter. Und wir haben jetzt mit eigentlich auch Freude festgestellt, dass Herr Rolf Schmidiger von der SUGA auch langsam damit beginnt, der Galenica und der HC Solutions auf die Füße zu stehen, weil die Verquickung zwischen RefData und Galenica bisher sehr eng war. Also RefData-Rechnungen sind verschickt worden auf Immediatbriefpapier und so weiter. Das ist heute nicht mehr der Fall. Das sind einfach diese Stränge, die aufgelöst werden müssen. Darf ich noch sagen, wenn jemand dann weiß genau, was in diesem Medikament ist, weil man hat ja auch Bekannte, die das einfach zerlegen und fragen als Arzt, bei wem kann man das melden, wenn wir das Pharma nicht melden, also das ist ja einfach, bestimmt auf uns, wenn so. Aus der Hinspiel. Das heißt, wenn wir das, wenn zum Beispiel ich es jetzt wüsste, dann sage ich es Ihnen und Sie können es einfügen. Also Sie sind jetzt Daniel Düsentrieb, Sie sind zu Hause in Ihrem Labor, nehmen das Medikament auseinander und ich habe das schon ein paar Mal messen Laktose. Mit einem bestimmten Kollegen, oder wo ich dann wissen wollte, was drinnen ist. Aber nicht nur das, ich wollte nur andere Substanzen und Also mein Vorschlag wäre, schreiben Sie Ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in ein Excel-File und schicken Sie uns das. Also schicken Sie es uns und der Pharmafirma. Problem ist in dem, das ist ja nicht offiziell, oder? Weil man, das darf man ja nicht, man macht das durch verschiedene Spektren und so weiter, aber man weiß ja, wenn es so ist und so ist, das haben wir ja auch in der Schule gelernt. Also von dem her, man kann ja bestimmte Sachen, auch andere Sachen rauskriegen. Und wenn man das hier hat, aber das ist ja lustig, oder? Also ich mag sowas immer, das ist schon immer so. Also ich bringe jetzt diese Plattform hier, evidentia.ch. Diese Plattform publiziert Medikamentenzusammenfassungen von Ärzten.
Und das ist das Spannende, nicht? Der Arzt kann schreiben, was er will über das Medikament. Also mehr oder weniger, es ist eine Zusammenfassung vom Arzt für den Arzt, vom Manager für den Manager. Und genau das Gleiche können Sie machen, wenn Sie gewisse unreinen Stoffe finden. Also Herr Dupier ist ein großer Spezialist in gewissen Lösungen, wo dann irgendwelche Restpartikel drinnen sind, die eben da nicht reingehören und dann zu großen Unfällen führen können im Spital. Und Evidentia versucht das jetzt so zu machen, dass sie eben eine Zusammenfassung machen oder Ärzte haben, die eine Zusammenfassung machen über ein Medikament und diese wird dann hier publiziert, zusammen mit einem Sponsoring. Und das ist natürlich dann passwortgeschützt, in der Schweiz muss es passwortgeschützt sein. Aber solche eigene Studien von einem Arzt sind zum Teil auch für die Pharmafirma interessant, denke ich. Ja, versuchen Sie es. Also, Galenica mag uns auch nicht, aber sie muss auch mit uns leben. Ja, André? Ich wäre schon froh, wenn die Kollegin ein XLS-Teil an Herrn Dallas schickt und wir können uns dann um 8 Uhr wieder querschalten. Einfach damit Sie wissen, wo ich stehe. Ich entwickle im Moment eine Internetplattform, die sich genau auf dieses Gebiet begibt, das jetzt eben noch nicht abgebildet wird, nämlich Zusatzstoffe, Franziska hat es erwähnt, wie Gluten und, oder Gluten, wie man sagt, so, beziehungsweise Laktosegehälte, wo man sich dann auch streiten kann, nach welcher Konzentration es wirklich eine Rolle spielen wird für den Patienten und so weiter. Und da gibt es jede Menge, also die sogenannte Paramina-Allergie geht dann auf die Konservierungsmittel, auf die ganzen Lipagine und so weiter. Und das erfasse ich jetzt. Und dann dazu die parenterale Kompatibilität, wie können wir das mischen, geht das noch oder geht das nicht. Das sind alles eigentlich Wissensinhalte, die pharmazeutische Industrie hat, die aber nicht gefordert werden bei der Registrierung. Und ich habe einen ziemlichen Streit gehabt mit einer sehr großen pharmazeutischen schweizerischen Firma, ob sie uns diese Daten nicht zur Verfügung stellen können, und sie weigern sich, weil es einfach juristisch nicht abgesichert ist. Compliance, also gerade Novartis ist ja jemand, der... Patienten spielt es unter Umständen eine sehr große Rolle, oder? Also wir haben Zwischenfälle gehabt im Spital, die wir dann eigentlich nur noch lösen konnten, als wir gesehen haben, ups, aber hier hat es noch einen Lösungsvermittler drin. Gerade so bei Fettemulsionen wie bei Multiflex, das kann also sehr heikle Situationen erfordern. Wenn wir die Daten nicht haben, schwimmen wir, Punkt. Ich habe früher in Skandinavien gearbeitet, habe sammelte Links dort nach oben und die guten Kollegen dort oben wissen viel mehr als wir hier. Und aus diesem Grunde kann ich das jetzt rausfiltern. Oder bei den Neonaten, also den ganz kleinen Buschis, wenn Sie als Konservierungsmittel dort Benzylalkohol drin haben, bringen Sie das Kind um, schlicht und ergriffen. Das wird jetzt im Kompendium erwähnt, das Benzylalkohol drin, weil die FDA hier doch Toilette verschickt hat. Aber es müssen doch nicht immer Todesfälle geschehen, bevor wir reagieren, weil wir wissen es ja. Also, Timo, wir werden mal schauen, ob wir uns im Pharma-Mind mit deiner ODDB-Org verlinken können. Und wenn Sie einfach als Zwischenlösung den Ramaz aus E-Mail Receptor definieren, dann können Sie sicher sein, dass wir korrespondieren. Eben, also man kann auch im stillen Kämmerlein arbeiten, ohne dass man telefoniert, weil die Daten sind alle zur Verfügung. Hin ist die Plattform, Sie können die Daten dort runterladen und beginnen mit Programmieren oder Analysieren, so viel Sie wollen, weil die Daten sind von dort tagesaktuell zur Verfügung. Sie müssen mich nicht anrufen, Sie müssen keinen Vertrag unterschreiben, Sie können einfach mal drauf loswursteln. Und das ist ja genau das, was man eben können sollen muss oder können dürfen muss. Und das ist das, was man bei Linux kann, das ist das, was man mit jeder Open-Source-Software kann. Man kann sie einfach mal runterladen, ohne dass man irgendwo mit jemandem sprechen muss. Ja, André? Achtung, Achtung, Achtung. Bitte hinterlegen Sie, wer die Information aufgrund welcher Quelle gemeldet hat. Das kann juristisch verdammt schlechte Nachfolgeprobleme generieren. Also das muss irgendwo hinterlegt werden. Genau, das ist ein Grund, wieso wir halt sagen,
wir aggregieren nur Daten aus Public Domain oder Daten, wo wir wissen, dass wirklich fachlich qualifizierte Leute dahinter stehen, wie Marco Eckbring und sein Team. Noch eine interessante Frage. Also wir haben jetzt diverse Softwarehersteller haben bei uns angefragt und gesagt, dass sie prüfen jetzt, ob sie diese Daten einbinden können in ihre Software für Rezeptierung oder irgendwas. Und ich habe gemerkt, es gibt eine gewisse Unsicherheit im Vergleich zur gekauften Version, weil da geht man irgendwie auch eine langfristige Beziehung ein. Oder? Man kauft irgendeinen Service, dann weiß man, dieses Jahr ändert sich jetzt der nicht. Wie ist das hier? Also ändert die Struktur plötzlich und dann muss die Softwarefirma das wieder anpassen. Wie ist da die Sicherheit? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja keinen Vertrag, oder? Genau. Darum ist sie stabiler. Und darum ist Public Domain besser. Weil wir keinen Anreiz haben, die Leute in die Knie zu zwingen, abhängig zu machen über Mutationen von Datenstrukturen. Wenn Sie die eMediat anschauen, sehen Sie, dass Sie absichtlich die Daten überkomplex strukturieren, also alles ist abhängig vom Pharmacode, der nicht Public Domain ist. Interaktionen werden über den Pharmacode geschlüsselt, Fachinformationen werden über den Pharmacode geschlüsselt, ist ein absoluter, kompletter, völliger Stumpfsinn und generiert am Ende des Tages mehr Aufwand, weil Sie nicht mehr die normalen Zusammenhänge sehen können zwischen den Daten. Jetzt bezüglich Änderungen, Mutation der Daten, natürlich kann es Änderungen geben im Public Domain, aber da sind wir als Puffer dazwischen. Das heißt, wenn die Swissmedic eine Struktur ändert oder RefData eine Struktur ändert, müssen wir die Software anpassen für diese Quellen und spucken dann hinten raus wieder das gleiche XML. Also wir ändern das XML nicht einfach, weil wir dazu Lust haben, weil wenn wir es ändern, dann müssen alle unsere Partner ändern und uns neue Lizenzen bezahlen. Nein. So funktioniert es eben genau nicht. Und das ist das Spannende am Ganzen. Jetzt von der Publikation her der Daten ist es ja ein Gem. Also wir machen eine Software und wenn wir einen neuen Release machen, müssen Sie nicht unbedingt ändern auf diesen neuen Release. Das heißt, wenn jemand nicht mehr mit den Daten von hin arbeiten möchte, kann er einfach eine ältere Version unserer Software verwenden. Zum Beispiel gewisse Softwarehäuser, die wir als Kunden haben, verwenden nicht Version 2.0.7, die sind immer noch auf Version 1.9.9, weil sie keine komplizierten Wirkstoffaufschlüsselungen wollen. Die wollen nur SL, ja, nein, ist es ein Generikum oder nicht, den Preis, Ex-Factory-Preis, Publikumspreis, da genügt Version 1.9.9. Und wir bemühen uns natürlich, die Daten, die wir publizieren, eine Konsistenz zu haben. Also Linus Torvalds sagt immer, never break the running interface. Das ist einfach eine komplette Todesstrafe. Und was Sie sehr häufig sehen bei kommerziellen Softwareanbietern ist, dass Sie irgendwie wieder an den Tisch sitzen, neu zeichnen und dann ist alles wieder durcheinander. Und das wollen wir nicht, weil wir wollen diese Konsistenz, dass wenn Sie ein Upgrade machen, muss es funktionieren. Es muss immer funktionieren. Diese Schritte müssen klein sein. Also, und dann ist sicher auch noch die Frage gekommen wegen, ja, wenn falsche Daten da sind, wer haftet dann? Es haftet ja niemand. Oder? Und das ist auch einfach eine, auf Englisch gesagt, Fear, Uncertainty, Doubt. Also es wird Angst, Unsicherheit und ich sage es mal, gewisse Verschwörungstheorien werden absichtlich verbreitet, um uns schlecht zu machen, wofür es keinen Grund gibt. Denn am Ende des Tages, gerade bei den Interaktionen, das sehen Sie auch bei der DocuMed, steht rechtlich bindend, sind nur die Interaktionen, die in der Fachinformation vorhanden sind. Wir haben ein AMZV, Arzneimittelzulassungsverordnung, das ist das Gesetz. Wenn eine Interaktion dort aufgeführt wird, ist sie dort aufgeführt. Aber, wie uns nachher Herr Eckbring auch erklären wird, sind gewisse Interaktionen in der Fachinfo einfach falsch. Sie sind nur da, um sich vor dem Juristen zu schützen, aber sie schützen keine Patienten. Das wird er uns nachher weiter erklären. Aber am Ende des Tages sind unsere Daten, aus meiner Sicht, können Sie schneller aktualisieren, weil die Wege gehen nicht hierarchisch, sondern sie gehen den schnellsten Weg von der Entscheidung. Man ruft dem an, den man kennt, oder man geht dort, man geht zum Bundesamt, man geht zu Swissmedic. Es ist eher ein bisschen chaosmäßig organisiert, aber es ist viel flexibler und langfristig viel stabiler. Ja, haben Sie
Durst nach Kaffee. Sieht so aus. Gut, wenn keine Fragen mehr sind im Plenum, dann stehe ich nachher gerne zur Verfügung. Jetzt gibt es 15 Minuten Pause, das ist ein bisschen zu früh. Ich muss noch sagen, Sie sollen den Kaffee bringen. Und dann geht es weiter. Ja, ja, Entschuldigung. Ja, Christian Zahler von Rostipa. Sie herzlich los ist, ich bin jetzt mit Dela Brandt mit der Mutation und der Kaffeeskur. Was mir nicht ganz klar ist, die Strukturierung von der XML-File, oder? Wo ist es definiert? Wie ist das strukturiert? Das ist da drin strukturiert, in dem da in dem XSD-File drin. Also grundsätzlich ist das, also das XSD ist immer ein Schema, wo man XML dagegen validieren kann. Und das ist unser XSD-File. Nichtsdestotrotz, das ist auch beschrieben dort drin, also das können Sie auf GitHub aufrufen, Sie können auch ein Issue erstellen, wenn Sie Fragen haben. Lohnt sich natürlich auch immer, die XML-File selber anzuschauen. Also aufzutun und können die Beziehung von den einzelnen Elementen verstehen. Aber das ist das, was ich meine, oder wie irgendwo kann ich es nachschauen. Wenn ich ein IGN-Format nehme, von früher, oder? Dort weiß ich genau, dass das und das steht, dass das die Kassenzulässigkeit oder wie auch immer, oder? Also, ein Aufschluss, ein Beispiel, ist der jetzt drin. Das ist in der Richtung, das ist ein XSD-File zu finden. Das ist absolut richtig. Und das Rezept ist auch dort drin, zum Beispiel. Jetzt, das Rezept? Also, das XML-Rezept im Format von XML. Also das ist natürlich... Wie strukturiere ich? Also das E-Rezept, da müssen Sie nachher mit dem Herrn Wiegert reden, weil er kennt sich wirklich sehr gut aus mit dem E-Rezept. Das Rezept ist eigentlich, also Sie können ja einfach, um das nochmal erklären, für nicht Informatik, oder? Sie können alles in einem XML-Format abdrucken, oder? Also ausdrucken, auch was ich jetzt sage. Also die Daten, die wir da abbilden, sind einfach die Daten vom Public Domain. Wenn Sie jetzt ein Rezept erstellen, dann haben Sie eine Rezeptstruktur jetzt nach dem Format von der, wie heisst es, Proforma, richtig, Formatik, mit dem QR-Code drauf und so weiter, wo dann gewisse Strukturierungen auch vom A4 müssen so sein, wie die das wollen, weil Proforma, Formatik und CSC wollen die Rezepte in dem Format empfangen. Die haben sich dort geeinigt, aber da haben wir noch Docbox und Docbox wird wieder über Galenica unterwandert und die probieren dort ein bisschen in ihre Richtung zu stossen, also jeder probiert ein bisschen zu mischen. Und wir haben das Problem bei den Apothekensoftwarehäusern, dass wir nur drei grosse Apothekensoftwarehäuser haben, die in der Schweiz 90% vom Markt kontrollieren und die haben aus meiner Sicht alle Kickback-Verträge mit der Galenica. Die kommen also Geld zahlt über, weil sie nur Daten von den Medien verwenden. Und das ist ein das Problem. Bei den Ärzte-Softwarehäusern ist das Problem nicht. Wir haben viel mehr Softwarehäuser im Bereich von der Ärzte, die sich gegenseitig konkurrenzieren und das Leben schwer machen, respektive auch für mehr Innovation sorgen. Und ja, ist Ihre Frage beantwortet. Herr Schlegel. Vielleicht ist meine Frage zu früh. Ich bewundere die Begeisterung, die drin steckt und das Ganze. Was mich interessiert, wo macht der Hausarzt im Abholen all diesen Benefit? Macht er bessere Medizin? Spart er Zeit? Er spart Geld. Als erstes spart er Geld und er spart Kopfschmerzen. Aus meiner Sicht. Weil der ganze Update-Prozess ist viel einfacher organisiert. Was interessiert ihn doch überhaupt nicht? Weil er weniger Redefallprobleme hat, denke ich, interessiert ihn das schon. Und also ein normaler Arzt zahlt für die Interaktions- und Medikamentenstammdaten 500 Franken pro Jahr. Diese 500 Franken fallen dank dem Sponsoring von der Hin und der Rose fallen weg. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, wir sind im Bereich des Interface stabiler. Das heisst, wir machen weniger Mutationen, wir machen nicht einfach Mutationen, weil wir wollen komplex erscheinen, damit man über uns muss eine Aktualisierung machen muss, weil wir verdienen ja nicht über die einzelnen Lizenzen. Aber stellt er jetzt in der Welt besser? Wie? Stellt er jetzt in den Patienten besser? Also wenn ein Arzt weniger gestresst ist, habe ich das Gefühl, kann er besser beraten. Und wenn ein Arzt weniger... Das ist ein grosser Weg. Wie? Das ist ein grosser Weg. Oder ein Pharmaindustrie, wie mache ich einen Umsatz? Das ist die einzige Frage, die Pharmaindustrie interessiert.
Ja, aus meiner Sicht sollte sie sich auch fragen, wie kann ich, also ich kenne jetzt ein bisschen die EDV von unterschiedlichen Pharmafirmen in der Schweiz, oder? Und dann muss ich sagen, also bei gewissen Pharmafirmen, auch bei grossen Generika-Herstellern, die haben eine katastrophale EDV. Und da wird entschieden, basierend auf Gründen, weil das macht, mache ich es auch. Aber warum auch? Das ist nicht ein Faktor. Es wird eben immer nur nach Größe, nach Menge. Es wird nicht nach Qualität entschieden, sondern nach Quantität. Und ich glaube, in der Schweiz haben wir wirklich noch, obwohl so viele Datenpunkte zur Verfügung stehen, wird es noch nicht genug genutzt. Und ich glaube auch, dass die Pharmafirmen könnten noch mehr, wie soll ich sagen, schauen, dass sie ihre Prozesse elektronisch abbilden. Das ist auch noch nicht der Fall. 60% von allen Bestellungen per Fax. Per Fax. Könnt ihr euch mal vorstellen, wenn eine Faxbestellung reinkommt über 50 Seiten, wie viele Fehler da entstehen, wenn sie nur den Fax abschreiben. Das sind Sachen, die am Ende des Tages das falsche Medikament geliefert werden, dann muss es zurück. Der Patient hat es nicht, aber er hat jetzt einen epileptischen Anfall. Ja, das Medikament ist nicht da. Und zwar das Generikum, das er will, nicht das, was er nicht das Original. Oder? Ja? Ich finde schon, dass es wahrscheinlich den längeren Weg, bis ein Arzt oder ein Leistungserbringer profitiert. Ich finde, es ist ähnlich wie bei diesen Geoinformationsdaten, oder? Also, wo vor ein paar Jahren das aufgekommen ist, sind plötzlich überall jetzt die Google Maps und die Karten, die sind einfach jetzt irgendwie frei verfügbar. Und erst, wo das mal der Fall war, sind neue Dienste entstanden, die auf dem oben basieren. Oder? Also bevor nicht irgendwo die Geodaten Public Domain geworden sind, mehr oder weniger, hat es auch keinen Dienst gegeben, der irgendwie einem anzeigt, wo jetzt das nächste Restaurant ist. Ich glaube, etwas Ähnliches erhoffen wir uns auch bei der Praxissoftwarehersteller oder bei der Krankenhaussoftwarehersteller. Das heißt, der Fokus nicht darauf soll gelegt werden, wie verbreite ich jetzt die Daten, wie verkaufe ich die Daten, sondern was mache ich mit diesen Daten? Also, dass der Prozess mehr im Fokus ist. Also beispielsweise Interaktionen noch besser, noch einfacher, noch eingänglicher aufbereitet werden und dass dort investiert wird. Indem da ein Problem weggenommen wird. Es soll keinen Aufwand mehr geben, Daten zu beschaffen. Also ich habe also monatlich mit diesen Preismutationen zu tun, von meinem Business her. Oder? Weil das einfach aus der Tradition muss haben. Wir haben gesehen, was ist denn das gemacht früher oder immer noch. Da ist einfach ein Schritt gekommen, wo es heisst, es hat gestellt um oder nur noch an den Softwarehäusern und so weiter. Dann hast du drunter drauf gekommen. Ich glaube, die Unsicherheit im Moment ist vor allem hier bei den Anwendern, also in den Praxen, innen, dass sie nicht recht wissen, wie und wo, was sind jetzt die richtigen Daten oder mit was soll ich überhaupt notieren. Aber da haben sie jetzt Know-how, oder? Der Film ist noch auf YouTube. Verschicken Sie den an Ihre Arztkunden? Ja, also man muss ja den Datenfluss muss man ja lernen, oder? Man muss das verstehen. Und wenn ich nicht irgendwann mal anfange, also ein blödes Beispiel, meine Frau ist Japaner, wie mache ich Sushi? Wenn ich jetzt keine Japanerin als Frau habe, ich möchte Sushi machen können, dann gehe ich auf YouTube. Dann schaue ich den Film an und rölle das Zeug. Also, man muss irgendwie die Informationen... Ich kenne Sushi. Wie? Eben. Das ist vielleicht ein Beispiel gesehen. Nein. Grundsätzlich ist es so, dass man alles kann googeln und alles kann auch noch schauen auf YouTube. Das ist ja schon so. Aber ich liebe es daran, die Flexibilität dahinter bringen, dass es für den, was jeden Monat muss anwenden muss, dass es okay kann machen, wo auch auf eurer Plattform das geht, oder über die Plattform es nachher geht, wo alles suchen. Aber dort ist ja die Unsicherheit vorhanden, glaube ich, ja oder nicht. Also, der Arzt ist da zwischen Softwarehaus und also sein Wissen, dann kommt das Softwarehaus und dann kommen unsere Daten, häufig, oder? Und er ist ein bisschen abhängig von dem, was das Softwarehaus sagt. Außer die Ärzte, die einen eigenen Kopf haben und sagen, ich weiß mehr, das sind dann häufig die Lexis-User, also Open-Source-Praxis-Software. Und die Lexis ist auch eine von den Firmen, die mit uns zusammenarbeiten. Wir haben aber auch kommerzielle Anbieter, die mit uns zusammenarbeiten. Und ich bringe jetzt noch ein Beispiel, wo der Herr Schlegel jetzt noch mal zum Übergang auf dem Herr Schlegel seine Frage. Der Gentleman vom Herrn Schlegel, der Herr Philipp Wiegert, hat das Leben von gewissen Ärzten, die heute können Rezepte übermitteln, elektronisch, vom Arzt in der Apotheke, wirklich vereinfacht. Die reissen ihm das Zeug aus der Hand raus, die Interaktionen sind da, Medikamente sind da und er kann mit einem Knopfdruck seine Rezepte übermitteln, von seinem Desktop direkt an die Apotheke, die er möchte, ins Proforma rein. Es ist alles da. Und es ist eine Person, die das gemacht hat. Und er hat, wann hast du abgeschlossen, Pharmazie? Vor 2 Jahren? Er hat zuerst mit den Medien arbeiten, aber die Verträge, er musste 3 Tage aufwenden, um überhaupt noch den Vertrag zu verstehen.
dort ist das Problem, oder? Bei uns hat er können anfangen zu programmieren. Und das ist einfach so quasi ein ganz anderer Ansatz, oder? Aber wir kämpfen natürlich mit den Windmühlen, die da trüllen und warme Wind machen, die sagt, ja, das ist alles nicht transparent, oder? Sind Sie nicht zufrieden? Nein. Da bist du gut gesehen, muss ich sagen. Wo ist denn Ihre grösste Angst? Ich habe keine Angst vor dem, sondern ich werde zählhaft gestalten können. Und dort drin liegt die Problematik. Das Update vor Ort, Ende Monat, am 30. oder Arzt, von irgendwo ein Update. Das ist eigentlich das, was er bis jetzt zahlt, oder? Wenn er es über die Medien gemacht hat, oder? Hat er einen Lizenzvertrag, den er vielleicht abgeschlossen hat über sein Softwarehaus, wo er unter Umständen daraus rauskommt oder ein Update kann machen. Aber dann kann man es einfach noch IGM-mäßig machen und noch nicht XML, oder? Das ist ein gutes Problem. Aber das ist jetzt, ich meine, das ist jetzt hin, oder? Also die HIN-Plattform. Das ist der Daten, wo er hinkommt, ist auch XML, oder? Richtig. Also Sie wollen beim Transfer da bleiben, oder? Nein. Es geht ja darum, dass das bei einem Ort fehlt, oder? Dass Sie gar nicht XML können oben abladen vom HIN. Aber das können Sie jetzt. Jetzt? Alle Software. Alle! Auch die Chinesen, auch die Russen, auch die Südafrikaner. Nein, sie dürften, aber das heisst nicht, dass sie können. Also wie meinst du, so dürften? Das heißt, dass das nicht stimmt. Er hat gemeint können und nicht dürften. Mhm. Das ist schon als grosse Software. Anwendermässig eine aktuelle Mutation abzuladen, Ende Monat, wo man hinsurfen. Wenn ich jetzt Escolab habe oder das Vitamin, kann ich das nicht wirklich. Ja, Escolab und Vitodata sind sich immer noch am trumfutieren. Richtig, das sind Machtlieder, aber mit denen haben wir schon x Sitzungen gehabt und die wollen ihre Software nicht anpassen und darum verliert auch Vitodata x Kunden, weil sie einfach nicht zufrieden sind. Aber Daten kann man abladen, jeder, der Arzt kann auf den Link. Wir müssen es reinlesen, oder? Ja, richtig. Zu sagen, die Idee dahinter ist wirklich zu sagen, wir haben die Open Source Daten, die stellen wir wert, so für die Natur machen. Wir müssen machen Topf, oder ist die Idee, das Topf oder so. Die Möglichkeit ergeben, dass man die Fahrräder anbietet. Aber der Ansporn ist ja wirklich, dass man sagt, wir wollen sozusagen das IGM, wo die Fahrräder so möglich ist, modernisieren. Ja, das ist schon klar. Es ist schon klar, dass wir nicht kommuniziert mit dem. Jetzt sind wir genau bei der Frage. Ja, genau. Wer ist gut gestellt? Im Moment ist es mit Kosten verbunden, wenn ich unter Umständen will oder nicht. Also, standardmäßig lade ich einfach ein IGM-Format rein. Aber wie hoch können die Kosten sein, wenn ein Student eine Schnittstelle machen kann? Wie hoch können die Kosten sein für eine Vitodata? Also, das ist einfach. Also, wenn ich noch schnell darf. Ja, Philipp, warte, was? Das ist ja das Missverständnis. Das, was er da anbietet, sind einfach Daten, sind mit einem gewissen Inhalt. Und was nachher Software daraus damit macht, ob sie die Daten einladen, ob sie die anderen Daten der Medien laden, das ist nachher Sache von Software. Ja, richtig. Ja. Der hat Arzt nicht etwas damit zu tun, was das, was er gesagt hat. Das ist natürlich abhängig. Jetzt wird er, also darum habe ich halt vorher das gesehen, haben wir das erste Software so gesehen, wir werden nicht mit denen auf Konfrontation gehen, aber es entsteht jetzt natürlich ein gewisser Druck drauf, wenn der Arzt die Rechnung bekommt, da, das ist die Rechnung für den monatlichen, jährlichen Update von diesen Daten, die in den Vitodaten drin gezeigt werden. Dann wird der Arzt jetzt sagen nach dieser Information, wieso zahle ich für die Daten, weil die Daten sind Public Domain. Also wird er davon ausgehen, ich will einmal die Software kaufen, wo mir ermöglicht, regelmäßig die Daten reinzuholen. Und das ändert das Businessmodell. Also bisher haben die Softwarehersteller eigentlich ein Abo verkauft, dass dann die Daten reinkommen. Neu werden sie eine Lizenz verkaufen für eine Software, die Public Domain Daten reinladen. Und das ist natürlich eine Veränderung. Die ist im ersten Schritt vielleicht auch ein bisschen schmerzvoll, weil zuerst mal ist es weniger Einnahmen, aber wir glauben, mittelfristig führt es dazu, dass man sich eben auf das konzentriert, nämlich auf die Softwareherstellung und nicht auf den Vertrieb von Daten. Und dort ist der Arzt wichtig, weil er eben auf das schaut. Er schaut auf die Rechnung. Er kann selber nichts machen mit dem XML, das ist mir schon klar. Ja, ja. Aber es wird Druck geben mehr auf die Hersteller, dass sie das entsprechend so bauen, dass jeder die Public Domain Daten kann beziehen, wo will. Und dass er nicht mehr muss zahlen, für aktuelle Daten zu haben. Er muss immer noch zahlen, dass er die cool aufbereitet hat und das ja, genau. XML nur den Zeno lesen, das kann ich nicht mehr lesen. Er muss also eine Software haben, wo man das schön aufbereitet. Und dort soll er nach wie vor die Industrie Geld drauf verdienen. Ja.
Also, es die anderen Kunden natürlich erst schritten. Oder man, das Konzept ist... Also es ist nicht so. Es haben diverse Hersteller jetzt gewechselt, eben zum Beispiel Ritodaten, die sind jetzt zum Prüfen. Was ist der Aufwand, wenn sie auf die Struktur von Daten wechseln? Was muss alles gemacht werden? Die haben schon auch einen Aufwand. Die haben vorher auch Software gebaut, die die anderen Daten anziehen. Wenn sie es jetzt wechseln wollen, ist das ein Aufwand. Man muss das irgendwie schon aufgeben. Das geht nicht zack, zack. Also Vitadata ist ja eines von diesen Softwarehäusern, was Hans-Vedat zuerst den Schuh gegeben hat und dann haben die User rebelliert. Dann mussten sie einen Rollback machen und der Geschäftsführer musste gehen. Ja, das ist es. Oder? Also es sind, hat schon ein bisschen Wellen geschlagen. Und ich denke einfach, am Ende des Tages, je informierter der Endkonsument, desto besser für ihn und desto mehr kann er auch im Softwarehaus sagen, hey, also, ich habe übrigens eine andere Option. Oder? Ich habe auch noch eine andere Option, dass ich mit Public Domain Daten arbeiten kann. Darum sage ich, wenn Sie bei einem Medikamentendistributor arbeiten, wie Optifarm oder Zurose, dann macht es Sinn, wenn man die Ärzte über das informiert. Das ist ja der Grund, wieso Tim gesagt hat, Rose gesagt hat, wir gehen zu dahin und wir informieren die Ärzte. Weil das ist der User, der zahlt. Das ist der, der verschreibt. Und genau das ist das, was der Schlegel sagt. Dem sein Leben, dem seine Qualität wollen wir verbessern. Vielleicht noch so eine Menge Gerüchte für die Presse. Wir haben ja der Mikro, der Frontend-App, der die Daten darstellt, mit Suchfenster und Patienten und Fachinformationen bereits schon lanciert letztes Jahr. Und da haben wir bereits jetzt schon 1200 Ärztkunden von uns, die da angeschaut haben und dem arbeiten. Also, wir haben jetzt noch nicht kommuniziert, aber ich denke schon, dass wir da mit unserer Kundschaft eine gewisse Menge haben, die sich noch zeigen. Aber wo es auch eine Entwicklung geben. Ja. Also ich denke, was auch interessant ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, man tut mal die Optifarm und die Rose zusammen, man macht einen Anlass, nochmal, wo man die Ärzte einladen zu dem Thema. Und dann tut man den Ärzten erklären, und dann könnte die Frage stellen, aber was ist XML und was ist Open Source und was ist, wenn da etwas drinsteht, woher kommen die Daten? Und plötzlich verstehen sie es. Und ich glaube, dann kann man es abholen. Man muss es natürlich abholen, oder? Das ist auch das, was ich jetzt probiere. Ich möchte dann aus Sicht von einer Pharmafirma auch Softwarehäuser und Ärzte eigentlich auffordern, dass man das unterstützt, weil es gibt schon jetzt diverse Vorteile von solchen Open Source Vorgängen, weil Pharmafirmen, die zum Beispiel nicht mit dem Marktbeherrschungsunternehmen kooperieren, die Module anbieten, die alle kennen, die haben dann falsche Daten zum Teil online bei diesen Firmen. Also es werden falsche Daten verteilt und sind im Umlauf, sind beim Endkunden. Zum Teil legt der Patient falsche Angaben, hat etwas wirtschaftliche Daten sind, die fehlerhaft sind, die nicht updated sind, all die fehlerhaften Fakten und Patienteninformationen etc. Also, oder es wird gar nicht gut. Genau. Also es gibt schon diverse Gründe, warum man jetzt, wenn alle hier mitmachen, dann kann das auf einem guten Weg sein. Also das ist das, was ich vorhin dann sagen wollte, dass man bei einem Open-Source-Prozess, man ist eben, wie soll ich sagen, sachgebunden, man ist nicht monetär gebunden. Und das ist das, was ist schön, dass sich eine Pharmafirma auch noch zu Wort meldet und sagt, hey, wenn ich nicht zahle, dann sind meine Daten plötzlich irgendwo. Es ist einfach nichts da, oder? Und jegliche Verantwortung von dieser Firma, die Daten dann verkauft, kommerziell in ihren Verträgen steht natürlich, wir haften für überhaupt nichts, weil wir haben die teuersten Juristen und das ist das. Und das ist genau ein Grund, wie man selber sagt, wir gehen weg von dem nur monetär orientierten, sondern wir gehen hin zu besserer Qualität. Natürlich müssen wir verdienen. Und den Softwarehäusern sage ich natürlich dann auch nochmal, ihr verdient nicht mehr über Datenlizenzen, sondern ihr verdient über eure Softwarelizenzen, weil ihr müsst die Public Domain Schnittstelle pflegen. Und ein Arzt, der 500 Franken spart, ist sicher bereit, 200 Franken auszugeben nur für die Schnittstelle. Und das ist einfach, dann haben wir weniger Durchlauferhitzung und wir haben mehr direkte Wege. Der andere hat Durst. So in Gut. Ja, wenn es das gewesen wäre, also wir sind nachher sehr gerne zur Verfügung. Wie gesagt, das ist alles aufgenommen, das wird online gestellt. Sie können das schauen, daheim oder studieren, in dem Ferienhaus, wo auch immer. Und ich möchte mich nochmal recht herzlich bedanken für Ihre Unterstützung.
Ja, mein Twitter-Hash finden Sie unten rechts. Also wenn Sie auf Twitter sind, bitte verbinden Sie, tun Sie Public Domain retweeten. Ich tue Sie dann auch retweeten. Das wird kommen und wir sind schon bereits dran, etwas zu basteln. Ich wünsche Ihnen eine schöne Kaffeepause.